Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute könnt ihr das allererste Mal meine Stimme hören. Heute zeige ich euch meine absoluten Lieblingsprodukte aus der Drogerie, aber auch aus teureren Läden. Jetzt zeige ich euch meine Produkte aus der Drogerie. Mein Lieblingsgesichtswasser ist auf jeden Fall das von Nisana, und zwar das klärende Gesichtswasser. Es ist mega erfrischend und spendet super gut Feuchtigkeit. Der beste Reinigungsschaum aus der Drogerie ist meiner Meinung nach der von Balea. Er duftet super angenehm und ist sehr gut geeignet für sensible Haut. Der Hydration Toner von Balea ging ja auch mega viral auf den sozialen Medien. Und das kann ich wirklich auch nur wiedergeben, der ist super und ist wirklich für jeden etwas. Das Aqua Feuchtigkeitsserum von Balea ist super geeignet für trockene Haut, weil es sehr viel Hyaluronsäure enthält. Und nun kommen wir schon zu den etwas teureren Produkten. Zum Beispiel das CeraVe Porentiefe Reinigung ist sehr gut für unreine und zu Akne neigende Haut, sollte aber wirklich nur von diesen Hauttypen verwendet werden, weil es sonst zu Ausschlägen kommen kann. Auch die Yves Rocher Creme ist eine große Empfehlung von mir. Sie kann bei allen Hauttypen angewandt werden, dank ihren vielseitigen Inhaltsstoffen. Nun kommen wir auch schon zum letzten Produkt, und zwar das Rote The Ordinary Serum. Mit den vielen Fruchtsäuren ist es besonders gut für zu Akne neigende Haut geeignet. Das war's auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Tschüss!